Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir von den 6 Sessions, die wir hatten, eine kurze Zusammenfassung von den jeweiligen Sessionleitern hören, und ich überreiche das Mikro an den Jochen. Wir haben da irgendwie geredet über Areas. Ich habe so ein bisschen erklärt, was es mit Polygonen und Multipolygonen auf sich hat in OSM, was wir für Probleme damit haben und wie es so läuft mit unserem Aktion, das alles zu fixen. Wer da Interesse dran hat, area.jochentopf.com, da gibt es einen Bereich eben auf meiner Seite, wo das alles auch nochmal erklärt ist und wo es lauter Links gibt und hübsche Bilder und alles Mögliche. Guckt es euch an, der Vortrag, ich habe so ein bisschen Vortrag gemacht, danach gab es Diskussion, es ist alles auf dem Video aufgezeichnet worden. Das heißt, das könnt ihr euch auch da im Nachlauf anschauen. So, als nächstes dann die 2 Sessions von Frederik. Also wir haben zum Thema Datenschutz drüber gesprochen, über Möglichkeiten vielleicht so ein bisschen unsere Freigebigkeit mit den Daten zu reduzieren. Es kam auch ein interessantes anderes Thema auf, und zwar die Frage, dadurch, dass persönliche Daten in den Planet Files zwangsweise sozusagen immer mitgeliefert werden und man sich das gar nicht aussuchen kann, ob dadurch nicht eine ganze Menge Leute völlig unfreiwillig zu Verarbeitern persönlicher Daten werden und sich dadurch möglicherweise sogar Probleme einhandeln und wir den Leuten einen Gefallen tun, wenn wir Planet Files ohne User-Daten anbieten. Wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht, ob man vielleicht das so machen könnte, dass man sagt, Benutzernamen gibt's künftig nur noch, wenn man eingeloggt ist und wenn man sich auch bereit erklärt, dass man diese Benutzerinformationen nur zu projektinternen Zwecken auswertet und alles andere wie gehabt. Aber das ist natürlich schon auch immer fraglich. Es macht viel Arbeit, so eine Umstellung, und es ist fraglich, ob sie wirklich Nutzen hat. Das muss man alles noch ein bisschen weiter diskutieren im Projekt. Aber war eine gute Diskussion. Ich schreibe alle Ergebnisse zusammen und poste es auf die talk.de-Liste nachher. Zum Thema Buch haben wir den Falk Scheile zwangsverpflichtet, sich freiwillig bei der Open Knowledge Foundation einen Förderantrag einzureichen und mal zu gucken, ob man da vielleicht ein bisschen Geld dafür bekommen kann, dass man ein lebensfähiges Open Source Projekt draus macht. Und ja, das hängt jetzt so ein bisschen dran. Ich hoffe, das klappt auch. Das ist die Frist für eine bestimmte Förderrunde, ist Ende März zu Ende. Vielleicht klappt das ja noch, und vielleicht wird ja wirklich was draus. Aber das ist so ein bisschen, ja, müssen wir mal gucken, ob man da wirklich Geld für locker machen kann. Schön wär's ja. So, wen haben wir denn noch in der ersten Session gehabt? Den Blutsauger. Also wir haben einen Linux-Netzwerk Crashkurs exerziert in den letzten 1,5 Stunden, sogar ziemlich erfolgreich nach etlichen Kämpfen, Installationen, Update, Packages und so weiter, den GPS-Treiber zum Laufen gebracht. Was wir erreicht haben, ist 2 Freifunkrouter hier zu installieren, die sollten auch noch laufen. Wer das ausprobieren möchte, der kann das jetzt in der nächsten Stunde oder 2 noch tun. Die Freifunkrouter haben, also einer von den beiden hat einen GPS-Empfänger, der sich automatisch auf der Karte dann aktualisiert. Das heißt, wenn wir den Router, der mit einem Powerbank ausgestattet ist, hier durch den Unipark trägt, dann sollte der Punkt auf der Karte da immer schön mitwandern. Die maptechff.de, ich kann das nachher an die Tafel schreiben. Die Signalqualität der GPS-Koordinaten ist grottenschlecht. Also wir sind, glaube ich, 20 Meter daneben, obwohl das Teil direkt draußen auf dem Fensterbrett steht. Ja. Aber ich würde sagen, als Proof of Concept war das Ganze ein großer Erfolg. Videoaufzeichnung gibt es keine, und ich werde das nachher auch abbauen. Das heißt, es wird dann restlos aus der Weltgeschichte verschwinden. Du wirst auch alle Leute blitzdingsen, das ist vergessen. Ja, ja, genau. So. Wer hatte denn das LIDAR-Thema? Puh, hi. Ja, wir haben uns mal ein bisschen die Laserscan angeschaut. Und was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben Use Cases dafür gefunden, wir haben es installiert, wir haben damit ein bisschen rumgespielt, den Raum hier mal gescannt, draußen ein bisschen gescannt, 2 Stück verlost. Ich brauche noch meinen dritten, wenn der irgendwo ist.
Genau, das war's so. Sonst noch irgendeine Gruppe, die von Ergebnissen berichten möchte? Ah genau, Linting haben wir ja auch noch. Aha. Also im Endeffekt wurde mir erklärt, dass es ganz viele Tools auch schon gibt. Die wurden mir auch mal kurz ein bisschen zumindest vorgestellt. Allerdings fand ich jetzt gerade zum Thema Linting den Punkt eigentlich wichtig, dass man auch diese Ausnahmen explizit benennen kann, wenn man irgendwas nicht als Fehler quasi, also wir hatten immer dieses Beispiel mit der Hausnummer, also wenn ich jetzt genau weiß, dass etwas keine Hausnummer hat, dass ich nicht jedes Mal wieder auf den Fehler hingewiesen werde, sondern dass ich quasi auch etwas explizit herausstellen kann, dass es so sein soll. Und wir hatten jetzt nur mal als Idee gefasst, dass man eventuell sowas wie Node-Doppelpunkt und dann den eigentlichen Namen des jeweiligen Tags quasi nehmen könnte und dass man dahinter dann zum Beispiel eine quasi erstmal für einen Menschen lesbare Information hinterpackt und gleichzeitig für irgendwie sowas wie andere Linter oder in die Richtung die Quality-Tools dadurch auch automatisch Bescheid wissen, da gibt es einen Eintrag zu, ich weiß zwar nicht, was der bedeutet, aber ich weiß, dass ich auf diesen auf dieses Feld nicht mehr hinweisen muss. Allerdings wird mir dann auch nochmal erklärt, dass das nicht ganz so trivial ist, weil es eben nicht nur in dieser einfachen Struktur ist. Aber ich habe mal einfach geguckt und gesagt, ich gucke mir andere Projekte an und werde vielleicht mal dazu ein paar Vorschläge sonst machen, wenn ich Zeit habe. Okay, dann vielen Dank an alle.